Willkommen zum The Forest Tutorial. Heute, wie erstelle ich mir einen Molotow-Cocktail? Das ist denkbar einfach. Man nehme ein Alkohol, den man zum Beispiel im Flugzeug findet, und ein Stück Stoff, den man zum Beispiel im eingeborenen Dorf findet, da wo ich mich jetzt auch gerade aufhalte. Auf das Zahnrad, Rechtsklick, kombinieren und schon ist der Molotow-Cocktail fertig. Wenn ich mich damit direkt ausrüste, mit Linksklick und ein Feuerzeug in die Hand nehme und L drücke, dann kann ich den auch gleich anzünden. Und mit etwas Glück ist dann auch ein Eingeborener, der sofort da, der das Ding dann direkt frontal abbekommt. Leider ist jetzt gerade keiner da. Wir laufen hier mal eben kurz um das Zelt herum mit Feuerzeug und brennendem Molotow-Cocktail. Jedenfalls kann man das Ding ganz gut mit Linksklick werfen und man trifft auch erfahrungsgemäß relativ gut. Jetzt ist halt gerade keiner da. Dann könnte man zum Beispiel eine Hütte anzünden oder einen Baum abfackeln oder irgendwas anderes machen. Zack! Viel Spaß bei The Forest. Oh, jetzt kommt gerade was. Oh, da kommen ja gerade welche. Hallo? Ja. 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 Habt ihr Angst vor Feuer? Das kann doch gar nicht sein. Siehst du, so brennt zum Beispiel ein Eingeborener. Ne? So sieht das aus, wenn die brennen. Sehr schön, wie ich das persönlich finde. Und man könnte jetzt auch endlos so weitermachen, wenn man endlos viele Cocktails hätte. Hat man aber natürlich nicht. Viel Spaß bei The Forest.